Also ich nehme jetzt auf jeden Fall mit, dass wir mehr Treppen brauchen. Und irgendwie mehr Löcher, oder? Also, ich glaube, wir hatten auch das einfach sehr viel Pech, was Löcher angeht. Aber das Problem ist, wenn wir Treppen einsetzen, dann finden wir die Löcher nicht, weil wir nichts aufsprengen. Aber wenn wir Sachen aufsprengen, verschwenden wir Zeit, wenn wir damit nicht belohnt werden. Ja, einfach mehr Glück haben, ist, glaube ich, die Lösung. Also willst du nur noch bei extremem Glück raus? Ja. Also nee, das hat ja nichts damit zu tun, oder? Das weiß Obwohl ich nicht. Obwohl doch eigentlich schon. Mit irgendwas hat das zu tun. Ich glaube, wie fluktiv Effekt, man fallen kann. Effekt, ich hab's offen. Oh, es gibt sogar ein Amulett. Was Glück erhöht. Geheime Notiz Nummer 20. Stimmt. Notiz. Ja, wenn heute ein schlechter Tag ist, dann wollte ich sowieso mal eine Notiz ausprobieren. Dieser eine mit dem Kreis und so. Wir können uns eh noch um die kümmern, aber naja. Hi Manuel, du solltest mal irgendwann nach Sonnenuntergang in mein Alter, Zimmer kommen. Sieht schön aus. Vielleicht so gegen 20 Uhr. Hat die das ernsthaft geschrieben? Ich will dir etwas zeigen, Abby. Geil. Und so wiederholte sich die Geschichte. I heard this tale before. 20 Uhr, wo wohnt sie denn? Ach, mein Kind. Ich weiß es nicht. No. Ein extrem schwerer Hammer, der Feinde fliegen lässt. 40 bis 55 Schaden. Den hat sich gefunden. Huh. Haben wir doch Eisen? Dann würde ich nämlich Bomben craften. Guck gerade, ob wir noch irgendwo Stein haben wir auch noch. Ja, das ist ja mega cool. Ja, ich tue mir dann das Zeug wieder hier rein, ne? Ja, ich crafte mit Stein die Treppen. Wow, eine Bombe konnte ich machen, nice. Guter Job. Ich würde auch sagen, du hast ja mega viele Bomben verschwendet, ne? Was heißt denn verschwendet? Ich hab die halt, ja klar. Ja klar, hab ich die verschwendet. Ja, kommt halt darauf an, was du als verschwendet definierst, aber ich meine, du warst ja dabei. Ja, war ziemlich verschwendet. Okay, ja, dann habe ich sie verschwendet. Ja, verschwendet. Soul Sister. Soul Sister. Ich hasse Minecraft. Können nicht alle Spieleentwickler automatisch ein Sortiersystem einbauen? Ich hasse das in jedem Spiel, dass man einfach Platzprobleme hat und sortieren muss und so. Das ist einfach nur nervig. Mag das irgendein Mensch? Ich kann, sowas kann man ja auch hinter Entwicklung, also hinter Progress locken, dass du sagst, okay, ja, genau, das ist eine besondere Truhe, die du herstellst oder so. Ja. Dann ist das ja vollkommen okay. Das haben sie bei Dragon Quest Builders gemacht. Da gibt's so eine Kiste, da fluppt einfach alles rein dann. Ja, kannst ja von mir aus, dann braucht ihr halt, von mir aus sogar Iridium. Ist ja vollkommen okay. So ein Iridium-Barren oder so. Ja, direkt ausgeben. Ich würd's bringen. Ich würd's bringen, Klaus. Ich würd's einfach bringen. Same. Bring. Das Häuschen müsste fertig sein, ne? Von Pam. Heute schon? Ich wollte gerade sagen, ist es heute oder morgen fertig? Ja, dann lass mal eigentlich gucken heute, glaube ich. Samstag war doch das Fest. Ich geh die Bitch mal besuchen. Ja, stimmt, hier ist sie doch. Ja. Klick. Ich hoffe dass Penny ein gutes Leben vor sich anderes hat. Das den Erfolg, den du bekommen hast, das ist, dass du 5 Leute auf so und so viele Herzen hast oder so. Ach so. Hör mal auf, mit dir zu reden. Rede mit dir. Brauchst du was von mir, Kind? Such lieber woanders. Alter Falter. Alter. Der Fotze habe ich für 500.000 ein Haus gebaut. Oh, ich habe eine Sequenz. Ich nehme auf. Ich auch. Ach du auch. Ja, das Haus ist fertig, falls es um die geht. Ja. Ja, okay. Hä, bist du nicht in die Mine? Ach, du bist in die Stadt gefahren mit dem Ding. Ja. Hä, Klaus, du hinterher, und was hältst du davon? Also dafür, dass es vorher ein Wohnwagen war? Respekt. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Das könnte sogar einer meiner besten Arbeiten aller Zeiten sein. Naja, kann ich verstehen. Du hast 500.000 verdient, ne? Okay, also 500.000 Umsatz gemacht. Wie viel der Gewinn war, gehen wir mal von 400.000 aus. Sieh das runde Fenster an. Es ist sehr, sehr schwer, den Rahmen so zu biegen. Oh, und die feinen Schnitzereien an der Tür erst. Dafür habe ich ewig gebraucht. Sind sie dir aufgefallen? Klar. Ich kann jeden einzelnen Pixel zählen. Oh, ich glaube, ich rede schon wieder zu viel über Holz, was? Ach, Robin, du und dein Holz. Wie dem auch sei, ich rede mit ihnen, aber zuerst muss ich etwas fragen. Möchtest du, dass ich ihnen sage, dass du dafür bezahlt hast? Ja, natürlich. Mach nein. Ja, natürlich. Ich hab schon ja gemacht. Du scheiß Ego. Okay, gehen wir. Ich war da anonym. WTF. Ich will Freundschaft hoch. Hallo Nachbarn, was für ein nettes neues Haus, das ihr da habt. Robin, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich will rein, mach mal Wunsch rauf. Robin, vielen Dank. Hey, ihr müsst euch nicht bei mir bedanken, das war die Idee von Klausine. Boom, und sie hat auch für alles bezahlt. Klausine, unglaublich. Ja. Also, was ich noch sagen kann. Ich hab mich einfach wirklich
ich nicht. Eine halbe Million, du Bitch. Ehrlich gesagt, ist mir etwas unangenehm. Wie kann ich das hier rüber? Das ist ein Geschenk. Du musst es nicht wieder gut machen. Aber du könntest Penny etwas besser behandeln. Alter. Habe ich gemacht. Alter, ich weiß nicht, was ich anklicken soll. Ich finde beides. Ja, nimm das. Okay. Wer kommt jetzt? Wer ist überhaupt Penny? Ja, die wir putzen da haben, sehen haben. Achso. Ich höre alles, was du sagst. Mama. Ah, das ist ihre Mutter. Wie komisch Robin guckt. Mach dir keine Sorgen. Ich weiß, warum du manchmal wütend auf mich wirst. Dein Leben war nicht leicht. Kriegst einfach ein Haus für eine halbe Million geschenkt. Danke, ich kann leichtes Leben. Von jetzt an werden wir eine echte Familie sein. Was will ich immer so wieder sein? Ich werde versuchen, etwas an meinem Leben zu ändern. Herz, lol. Mutter-Tochter-Hack. Geil. Lol, jetzt ist nur noch Schnee. Lol, hier bin ich. Jetzt rennt sie vor mir rum. Tag, wie gefällt dir denn aus? Ja, das heißt, jetzt gehst du wieder zu Robin und guckst nach, ob wir noch was bauen können. Ach so, stimmt. Ja, eben, lol. Ich geh mal aber mal ins Haus rein. Geht aber nicht, weil zu spät ist. Ja, jetzt für heute ist zu spät. Ja, richtig geil. Ich bin in die Stadt, um was zu machen. Und jetzt Alter, das Haus ist geil, ne? Ich war nicht drin. Das Haus ist echt cool. Ist ein bisschen unordentlich. Aber ja, klar, hat es euch zugerotzt. Wart mal eine Woche ab, ey. Überall Bierflaschen, nein. Ja. Wir haben 4 Iridiumbarren. Ja, wir brauchen 5. Ja, wir haben aber 4. Wir brauchen aber 5. Ist nicht zu? 5. Ey, der hört nicht Verstehst zu, du, was ich sage? Der 5. hört nicht zu. 5. Leute, warum hört er nicht zu? 5! Warum habt ihr vorhin keine Gesundheit geschrieben? Ja. Ehrenlos. Oder den letzten Part, man weiß es nicht. Wir brauchen Stein. Um Stein. Mauer ich dich ein! Gehst du eigentlich in die Obsthöhle manchmal rein und guckst? Ja. Okay. Ich war heute schon einmal drin. Ja, dann, ich glaube, das bauen so alle 4 Jahre mal was. Kannst du aufhören? Ja, es ist voll. Lol. Und er war heute schon drin, wenn willst du verarschen? Wen? Nicht heute. Heute in der Session. So. Du Stück Scheiße. Also positiv gemeint. Ja, ja, klar. Goldenes Stück Scheiße. Ja. Von Zelda. Ja. Ist einfach so traurig hier, ne? Wie man hier nichts mehr anbauen kann. Nichts. Das blutet in deinem Herzen, wenn man nicht Milliarden von Millionen machen kann. Ja. 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 Verstehe ich. Ja. Verstehe ich. Ja. Verstehe ich. Ja, scheinbar nicht. Verstehe ich. Ach so. Ja. Ja. Meinst du nicht, reingehen, so viel wie möglich sprengen, Löcher suchen und nur die Dinger benutzen oder fast nur die Treppen benutzen, wenn man eine Ebene mit voll vielen Monstern hat? Ja, aber das war doch auch unser Plan jetzt. Wir hatten am Anfang ultra Pech. Ja, und du dann 11 Ebenen, ey. Ja, das war gut. Das hätten wir halt von Anfang an haben müssen. Ja. Ich will, also, ich bring doch in kein Loch, was mir nicht mindestens beide Beine bricht. Ja. Ich hätte halt gerne 90. Klar, ich hätte gerne direkt in der ersten Ebene Loch 98. Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht auf 99? Die eine Ebene kann man sich dann noch gönnen. Nee, das wäre langweilig. Das wäre langweilig, ja. Okay. Ich wollte noch Rätsel machen. Ah, das kann ich morgen machen. Ja, wir fangen jetzt mit an. 23 Uhr. Welche Notiz meintest du, war das? 20? 20. Ah, Leute, das ist sogar die ich machen wollte, ja. Hab ich die? Ja, ja, das war die du damals bekommen hattest, wo du einfach nur so einen roten schwarzen Kreis um einen roten Punkt siehst. Die wollte ich machen, weil der... Ah. Ich mach das jetzt auch noch. Ja, aber wo trägt man denn das Amulett? Ist das einfach ein Ring? Ah, ne, ist einfach ein Item, was man dabei hat, ne? Was immer in einem ist. Okay. Ja, ja, bestimmt. Weiß ich nicht. Dann ich guck mal gerade. Wir haben noch da unten solche... Ja, ja, da sind noch 2 frei. Genau. Ja, ja, ja. Ja, dann machen wir das morgen. Dann machen wir das morgen. Das wird sich mega lohnen. Ja, wenn das da hinkommt, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Wenn man das als Ring tragen muss, dann ist halt... Ja, zieh ich den trotzdem an, weil ich einen scheiß Crit-Ring hab. Scheiße! Was ist los? Ich hab vergessen, zu Abigail zu gehen, aber es ist egal wann, ne? Ja, ja, 2-mal in der Woche. Hä? Nein, ich mache mit 20 Uhr. Nee, dann das macht ihr nur am ersten. Wenn du das verpasst, musst du wieder bei 0 Herzen anfangen. Ich glaube nämlich, das erste Mal hast du auch verpasst. Nein, ich war da, aber sie war nicht da! Ja. Wirklich. Ja. Sie hat gesagt, ich soll da hinkommen und ich war da und sie kam einfach nicht, die dumme Schlampe. Ja, da kann ich mich noch dran erinnern, als wäre es gestern gewesen, die dumme Hurenfotze. Jetzt siehst du mal, wie es ihr geht. du hast das Wissen zu deiner, wie nennt man das? Zu deinem Vorteil genutzt. Zu deinem Vorteil genutzt, genau. Und bist einfach heute gar nicht aufgetaucht. Ja, eben. Nicht mit mir. Du sprichst auch gar nicht erst an. Ja, oder die verarscht dich und die ist morgen auch nicht da. Und die muss dich einmal verarschen. Verstehst du? Das ist hart gecodet, dass sie dich einmal trollt. Hallo Kind, wie geht's dir? Bald kriegst du ein Geschwisterlein. Du hast ein Kind? Ja. Hallo. Ich hab keine Post. Hallo. Hi, kümmere ich mich um die Tiere? Oh, Winterwurzel. Nice oder Eis? Why not? Bites. Alter, war der gut. Danke. Warum hast du keine 6 Milliarden Abonnenten?
Ich weiß es nicht. YouTube gönnt mir gar nichts. Der Algorithmus will mich ficken. Obwohl ich kinderfreundlich bin. Fick. Ja. Das ist der Marktplatz. Dann gehen wir davon ganz rechts. Dann runter. Rechts. Hoch. Rechts. Hoch. Das ist jetzt tricky. Hier steht ein Typ. Der macht was? Der steht im Weg. Ich weiß nicht, ob der... Der steht wahrscheinlich nicht immer da. Geh weiter nach rechts. Rechts. Jetzt muss ich runter. Jetzt ist da das Haus von Pam im Weg. Links. Wollen die mich gerade verarschen? Wollen die mich flachsen? Hoffentlich. Hoch. Links. Okay. Das geht nicht. Hey, okay, ich guck, wo der hier ist. Ich verlaufe mich gerade komplett. Dieser Pfad führt durch die Stadt, über die Brücke zum Julia-Markt und zu guter Letzt zu einem Truck, der daneben parkt. Mit dem Truck zu interagieren erlaubt es dem Spieler, mit dem Fahrer des Fahrzeuges zu sprechen, der eine Hasenpfote... Ich habe gestern eine Hasenpfote verkauft. Gar nicht. Doch. Bin ich doch. Als ob. Sofern im Inventar kann man die Pfote gegen ein besonderes Amulett tauschen. Ja, wir haben bestimmt noch welche. Nein. Sicher? Ja. Warum hast du die denn verkauft? Weil ich die immer verkaufe, weil man damit nichts machen kann. Die haben wir einmal abgegeben. Ja. Scheinbar doch. Merkst du was? Ja. So, wir wollten auch diese Weinflasche machen. Die haben wir bis heute, glaube ich, nicht gemacht. Ja. Angibst sie hier beim Jojo-Markt oben. Ja, man ist sie wahrscheinlich hier. Lol. Pam fragt mich, ob es dabei einen Haken gibt. Ich habe sie jetzt gerade angequatscht. Ernsthaft? Ja. Warst du bei Robin? Nee. Ja, dann geh doch mal. Ach so, stimmt. kannst vergessen, wird heute nichts mehr. Guck mal auf die Uhr. Du hast noch 50 Minuten, WTF. Schau mal nicht. Wo hast du denn Pam getroffen, dass du in 50 Minuten unten nicht... beim Bus. Ja, dann kannst du doch direkt dahin, Alter. Zur Mine runterlaufen. Hätte ich niemals 20 geschafft. Minuten. Du weißt schon, dass ich fett bin, ne? Ja, das stimmt. Ja, was soll denn die Scheiße hier? Ja, du fettes Stück Fett. Mein Schatz, ich hab eine Puppe für dich. Oh, ich soll die bei Günther abgeben, die Puppe. Lol. Oh. Gut, dass ich die meinem Kind nicht geschenkt habe. Pack dir mal ein paar Sachen rein. Ich pack dir mal gleich ein paar Sachen rein. Pass mal auf, wie du mit mir redest. Ich bin eine Dame, eine Lady, du Hurensohn. Hallo? Ey. Pass mal auf, wie du mit mir redest. Ja, ich bin Dönerino für heute. Okay. Von mir aus können wir schlafen. Okay. Ab ins Bettchen. Gutes Nächtle. Gutes Nächtchen. Oh, ich habe schon wieder Abigail vergessen. Oh. Aber du meintest der Double Prank. Eben.